So, jetzt ist auch schon wieder Abfahrt von hier. Wir werden gleich das Zelt abbauen und wir haben hier noch so zwei Stühle bekommen vom Jürgen, unser Nachbar drüben. Er ist selber auch mit dem Motorrad auch da und mit seinem Wohnwagen. Und er fährt so eine schöne KTM, die zeigen wir euch auch mal gleich. Die hätte auch für Offroad gebrauchen können. Ja, die hätten wir gebrauchen können, gell? So. Und wo werden wir jetzt dorthin fahren? Also wir packen gleich zusammen. Genau, also wir fahren jetzt so Richtung Pula runter, also noch die Küste entlang. Bis kurz nach Pula, da haben wir dann nochmal für zwei Nächte einen Campingplatz. Von dort aus gucken wir uns die ein oder andere Insel noch an und dann fahren wir die Ostküste wieder zurück. Genau, und für heute ist ja noch geplant, die Geisterstadt. So eine Geisterstadt, genau. Dann noch ein bisschen durchs Landesinnere hier oder halt durch die Inselinnere besser gesagt. Ja. Weil die Küstenstraße, die vermeiden wir heute, die sind wir schon mal abgefahren. Und die war voll, also die war voll, da fährt halt jeder entlang, das muss man dann berücksichtigen, das ist so wie sozusagen die Hauptstraße, jeder mit seinem Wohnmobil und alles, die vermeiden wir heute. Und wir haben gehört, die Straße an der Ostküste, die soll schöner sein und nicht ganz überlaufen, deswegen fahren wir dann auf dem Rückweg quasi die Ostküste entlang. Genau, dann ist das der Plan für heute. So. Ja. Jetzt zeigen wir auch nochmal, das ist der Jürgen, hallo. Jetzt zeigen wir auch noch so geschwind sein Motorrad. Ah, das ist auch etwas, was man unbedingt gebrauchen könnte, wenn man hier Enduro fahren will. Hier eine schöne KTM 690er Enduro. Klasse, ja. Das wird uns halt auch gefallen. Also das ist auch was Feines und genau das Richtige. So, wir packen jetzt aber auch zusammen. Schaut sich schon dabei, das Zelt abzubauen. War schön hier, uns hat es gut gefallen. Gleich dort vorne das Meer. War richtig schön, gemütlich. Und die Leute waren hier eigentlich auch super, gell? Die Atmosphäre war eigentlich top. Also, dann machen wir los, oder? Okay, gut, alles klar. So, jetzt sind wir gerade losgefahren. Wir haben schon ordentlich Hitze, also wir haben schon 33 Grad gerade gehabt. Jetzt sind wir mit Fahrtwind auf 29, das geht mal. Und wir mussten gerade beim Losfahren nochmal schnell das Zelt rausholen, weil wir die Papiere drin vergessen hatten. Jetzt sind wir erstmal durchgeschwitzt, aber wir freuen uns schon mal auf den Tag heute. Und ich glaube, die Reise geht noch gar nicht so lange und dann sind wir schon an der Geisterstadt, gell Schatzi? Ja. Genau, also ist gar nicht so weit, weil Istrien ist ja eigentlich auch nicht so groß. Und wie gesagt, wir fahren durchs Landesinnere und da sind wir mal gespannt, was wir heute alles erleben werden. Und heute eigentlich Sonne pur und satt, aber eine große Regenwolke hier. Schauen wir mal, dass wir den wegkommen, aber es sieht schon cool aus, so gerade mit der Sonne dahinter. So, aber jetzt schnell Gas geben. Schnell davon fahren. So, jetzt hat uns hier ein bisschen der Regen eingeholt und hier könnt ihr euch so vorstellen, normalerweise ist die Straße sehr staubig. Vorne hat man es ein bisschen besser gesehen und jetzt ist das Problem, wenn es so ein bisschen geregnet hat, das ist wie Schmierseife. Also hier, mein Fuß gleitet einfach schön an der Straße, ist wirklich wie Schmierseife. Also hier passt wirklich auch, wenn es mal ein bisschen geregnet hat. Dieser Staub, der da liegt auf der Straße, ihr seid gleich weg. Also dann haut euch einfach in der Kurve raus. Also ganz, ganz arg aufpassen. Ja, und auch hier sind diese abgeschmirgelten Steine. Also die Straße hier, die ist eigentlich noch recht gut. Die ist wahrscheinlich noch recht neu. Aber diese älteren Straßen, die haben auch diese abgeschliffenen Steine im Asphalt drinnen. Sind so ein bisschen größer. Das ist genau das gleiche wie in Slowenien drüben auch. Und wenn man da drauf kommt, das ist gleich wie Eis. Also immer aufpassen. Diese groben Straßen plus Regen, einfach nur vorsichtig fahren. Da kann der Gegenverkehr auch mal ruhig, der Verkehr hinter uns auch mal ruhig warten, das ist in Ordnung. Hauptsache wir stürzen da nicht nochmal. So, es zieht sich jetzt auch schon wieder zu. Ich glaube, da vorne wird es auch schon regnen. Hier sieht man jetzt mal die Straße. Normalerweise ist die nicht so orangelich oder rötlich gefärbt. Ja. Und da kommt wahrscheinlich wieder der Regen. Also das ist hier diese Schmierschicht, was wir gemeint haben. Wenn da jetzt der Regen drauf kommt, ja, dann gibt es halt Glitsche. So, wir sind jetzt auch schon gleich da.
Und dann hoffen wir mal, dass uns der Regen nachher nicht erwischt, wenn wir da durchlaufen wollen. Ja. Das wäre nicht so gut. Also seht ihr da. Ja, weniger, gell? Da vorne regnet schon. Oh Mann. Ja, genau, da fahren wir auf Höhe, ja. Das ist halt sehr gut. Jetzt haben wir auch noch eine kleine Offroad-Strecke. Schatzi hat da wieder eine Offroad-Strecke für heute eingebaut. Dass wir da auch mal wieder ein bisschen mit vollbepackten Motorrädern noch ein bisschen durchfahren können. Aber das geht wirklich. Also ist so eine ganz kleine, nette Strecke hier. Und da haben wir wieder ein bisschen Offroad-Feeling. Und das Schöne ist halt wie immer, hier ist man einfach alleine. Das ist halt schon immer wieder cool, durch so kleine Schotterpisten. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, hier immer zu fahren. Da kann man sogar auch mal den zweiten Gang, gell? Aber, ja, weniger. Aber man merkt halt schon das Gepäck, gell? Ja, ja. Ja. Eine wunderschöne Straße hier, die hat auch schön in sich hier mit der Natur, also das macht schon gut Laune. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir nicht in den Regen kommen. Wir versuchen dem gerade ein bisschen so, ja, weil wir fahren ja quasi mit dem mit, versuchen quasi durch langsames Fahren zu warten, dass der halt weg ist. Ah ja, aber dafür so ein bisschen Offroad, da kann man auch gerne mal ein bisschen langsamer tun. Ja, ist schon cool. So, wir sind schon an unserem ersten Ziel heute angekommen. Eine Geisterstadt. Ja. Dvigrad, weiß nicht, wie man es ausspricht. Dvigrad, ja, irgendwie sowas. Ja, und Oh, da. Stadonna, zeig mal da rüber. Da regnet es nämlich schon. Genau, hier. Da ist die dicke große Wolke, da regnet schon. Und wir müssen da runter. Das geht ja noch. Also die zieht, glaube ich, weiter runter. Bis jetzt sind wir gut davon gekommen eigentlich. Genau, also das ist so eine verlassene Stadt. Warum, wissen wir noch nicht. Vielleicht steht da irgendwie was. Die schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Der Weg bis hierher war auch schon ziemlich cool. Das war cool, ja. Vom Wetter geht es gerade auch, weil durch die dicken Regenwolken ist ein bisschen abgekühlt. Also zwar ein bisschen schwül, aber immerhin brutzelt die Sonne nicht auch noch so. Und genau. Jetzt gehen wir da mal runter. Hin, ja. Jetzt sind wir schon mal gespannt. Also es sieht bestimmt cool aus. Mal schauen, ob wir dort irgendwie so ein bisschen durchlaufen, oder? Ja, ein bisschen durchlaufen wollen wir. Dann machen wir dort ein bisschen Pause. Ja, ein paar Fotos vielleicht. Ja, genau. Irgendwie so. Und dann wird das eine coole Sache. Zeig mal, ob man das von hier aus sieht. So ganz leicht da so schön, hinten. Schön eingebettet. Ja. Da im Wer weiß. Da. Also, dann let's go, fahren wir hin, oder? Los geht's, ja. Okay. Schwenk mal noch darüber. Ja, okay, zeig mal da, was da noch so gibt. Eine Brücke. Das war's. Das war's. Bis gleich. Okay. Und ich, das Schöne. Jo. Alles klar, fahren wir runter. Ja. So, und ihr seht da hier, Dvigrad, so heißt es, also Dvigrad. So, jeder, der hier mal herkommen möchte, da ist es, da laufen wir auch gleich durch. Erstmal schön essen. Hinter uns hört man schon wieder donnern. Genau, wir essen jetzt mal schnell und dann gehen wir mal rein und gucken uns die Sachen mal an, gell? Oha! Alles klar. Ich glaube, es kommt noch. Wir sind auch gerade runtergefahren hier, da hat gerade ein Blitz eingeschlagen hier in der Nähe. Also, ja. Macht Spaß. So, wir laufen schon mal durch. Und sieht schon mal ganz cool aus. Und mal schauen, wie groß das jetzt hier wirklich ist. Also die Wege sind überall, hier ist auch viel los gerade. Und wir gucken mal, dass wir so ein bisschen abseits von allem sind. Also hier, richtig cool gerade. Was ist da vorne? Ja. Kann man da reingucken? Ja. Da ist nicht viel los. Okay. Aber sieht schon cool aus. Also weiter. Ah, jetzt sind wir hier, glaube ich, im Zentrum angekommen.
Schaut euch das mal an, sieht schon cool aus. Also wir haben auch gar keine Ahnung, was hier mal war, da müssen wir mal recherchieren, was da überhaupt war. Aber jetzt haben wir mal hier so einen kleinen Eindruck davon und sieht schon krass aus, gell, Schatzi? Schon nicht schlecht. Komm, wir laufen hier noch durch. Das müssen wir uns mal gleich angucken. Ja, schon cool. So, jetzt und? Ah, okay. Sieht auch cool aus. Sieht schon krass aus. Der war wahrscheinlich mal so der Brunnen oder so. Weiß ich nicht. Hä? Oh, ein Grab oder was ist das? Nee. Okay, da ist nichts mehr drin. Könnte ein Grab gewesen sein, gell? Hier auch nochmal. Jetzt fängt da wahrscheinlich gleich der Regen an, aber sieht schon cool aus. Sieht echt richtig cool aus, gerade hinten da, das ganze Gebäude ist ganz komplex. Die alten Stufen und so, schon krass. Und das ist mal auch eine Sehenswürdigkeit, die mal nichts kostet, gell? Ja, das stimmt. Normalerweise verlangen die schon richtig ordentlich. Könnte schon mit 30 bis 40 Euro rechnen pro Sehenswürdigkeit hier. Also hier haben wir mal alles frei und es lohnt sich. Also das muss man echt mal angucken. Und unten haben wir auch gesehen, da gibt es noch was zu trinken, einen kleinen Imbiss. Also das leibliche Wohl ist auch gesorgt, ja. Das sieht schon cool aus. Das heißt, so eine Mischung aus alte Ritterburg und alte Stadt, gell? So eine Mischung. Ja, also wir werden das ganze Komplex nicht ablaufen können. Dafür ist echt zu viel. Aber ich denke mal, jetzt haben wir mal was Schönes gesehen und wir laufen wieder rüber zu den Mopeds, oder? Ja. Okay. Was? Ihr seht ja noch hier nochmal im Hintergrund. Schön, also das muss man schon gesehen haben. Ja, finde ich auch. Ja, gell? So. Also, dann ziehen wir jetzt weiter. Aber warum die verlassen ist, wissen wir noch nicht, gell? Nein, nein, wie gesagt, das tun wir dann recherchieren und dann können wir es mal einblenden oder so, keine Ahnung. Oder soll mal jeder mal nachgucken, wen es auch interessiert, auf jeden Fall mal angucken. Und wir fahren jetzt weiter. Ja. Gehen wir jetzt hin? Noch ein bisschen an die Küste kurz. Ja. Und dann Richtung Campingplatz. Ja, genau. Cool, oder? Ja, cool. Hier haben wir auch so einen typischen Waldbrand, kennen wir auch noch aus Frankreich, ist halt einfach so, hier ist einfach der Sommer noch ein bisschen anders, dann noch ein bisschen heftiger. Ja, und dann passiert es halt mal schnell, dass so ein Waldbrand Waldbrand ist. So wie wir es jetzt immer beobachtet haben, wurde der auch immer schnell flächendeckend gelöscht. Also das ist jetzt mal einer der größeren Waldbrände hier. Aber sowas gibt es dann auch, man fährt durch, das riecht dann wirklich so wie so ein ausgemachtes Lagerfeuer. Also das gehört einfach dazu. Hatten wir in Frankreich auch schon ganz oft an der Küste. Ja, und hier wohl auch ein paar Mal schon gehabt. Da hier haben wir wieder mal ein Stückchen mehr. Also es sind immer wieder so kleine Ausläufer von der Insel. Und auch auf so einer Spitze wird dann auch gleich unser Campingplatz sein. Ja, und ihr seht ja hier, schön hier mit dem Meer. Oh ja, da gibt es bestimmt auch Speedboot und sowas. Alles cool. Ja, genau. Also dann, ich glaube, wir haben noch gar nicht mehr lange. Dann müssten wir auch bald schon da sein. Oh, Strandbar. Oh, auch nicht schlecht. Ja, das sieht gut aus. Ja, hier ist auf jeden Fall was los. Oh, hoffentlich haben wir auch so eine Strandbar. Das wäre gut, ja. Das wäre geil, gell? Dann werden wir dann direkt. Ja, dann bleiben wir nur noch dort. Ah, schön. Also guck mal, wie das aussieht. Herrlich. Cool. Also, wir sind jetzt am Campingplatz angekommen. Camping Runke. Und wir haben freie Platzwahl. Das heißt, wir werden jetzt das mal vorfahren. Und dann wahrscheinlich genau am Meer irgendwo vielleicht ein schönes Plätzchen finden. Also fahren wir mal rein, ha, Schatzi?
Jawohl. Genau, also geradeaus rein. So, wir haben jetzt unseren Platz gefunden. Bam! Direkt am Meer. Also das heißt, ich zeig mal hier. Das heißt, wir werden jetzt hier unser Zelt aufbauen. So hier aufschlagen. Und dann kann man jeden Morgen hier schwimmen. Also, genau das, was wolltest, oder? Ja, du doch auch. Ja. Also hier gibt es dann abends Wein und Bierchen und dann ab ins Wasser. Ja? Ja. Okay. Also, was machst du? Ausziehen, oder wie? Ja, klar. Also, ausziehen, Zelt aufbauen? Ja, klar. Auch, ja, klar. Also, gut. So, also, Zelt steht. Ja. Wir haben uns schon gerichtet, wir waren schon baden, alles schon. Und jetzt kommt der große Hunger. Und jetzt wollten wir hier eigentlich noch einkaufen. Die haben hier so einen kleinen Supermarkt, der hat natürlich zu. Das heißt, wir können heute nicht kochen, deswegen geben wir jetzt da mal Essen in den Imbiss. Ja, und dann mordst den Hunger. Das hat sie bei dir auch, gell? Hunger? Hunger? Ja, klar. Auch Hunger, gell? Alles klar. Also jetzt zeige ich nochmal. Hier unser Platz. Das Zelt steht ja schon. Ihr seht ja schon die Motorräder. Ja, sieht wunderbar aus. Also wir haben einen riesen Platz hier für uns. Und dann direkt mit Meerblick. Toll, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Und wenn du noch Fragen haben solltest, dann schreib es jetzt in die Kommentare und wir beantworten es wieder gerne. Und wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann einfach ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns schon im nächsten Video.